Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. Dieses Video dient als Zusammenfassung des gesamten Kapitel 1. Außerdem zeigen wir euch jetzt gleich noch einen kleinen Trick, etwas Neues, mit dem man die Funktionsuntersuchung etwas leichter machen kann. Fangen wir doch direkt mal an. Hier seht ihr den Graph einer Funktion und denkt euch sicher, ah ja, die Funktion kenne ich, das sind quadratische Funktionen, also x² einfach. Stimmt, könnte sein, ich schreibe es als Beispiel mal drunter. F von x ist x Quadrat. Natürlich könnte auch hier jeder beliebige Vorfaktor, solange er positiv ist, auch davor stehen, wie zum Beispiel 3 oder die 5. Gut. Jetzt kennt ihr aber auch die Funktion x hoch 4 und die hat ja eigentlich einen ähnlichen Graph. Da ich hier auch keine Einheiten eingetragen habe, könnte der Graph auch zu der Funktion x hoch 4 passen. Schreibe ich jetzt auch direkt als Beispiel zu dem Graphen mal hin. Aber damit nicht genug. Er könnte auch Graph sein zu einem Funktionsterm x hoch 6. Wir können es gerne mal in GTR eintippen und gucken, ob das so passt. Und bei dem fällt was auf. Sehen wir all den Graph und der Graph ist achsensymmetrisch zur y-Achse. So, wir haben jetzt noch zwei weitere Beispiele. Einmal hier einfach eine Gerade parallel zur x-Achse. Die geht hier durch 1. Hier ist der Funktionsterm f von x, ist x hoch 0 gleich 1. Wir haben hier auch noch ein weiteres Beispiel. F von x ist 2x hoch 4 minus x². Das heißt, eine Zusammensetzung aus so einer x hoch 4 Funktion und einer x² Funktion mit ein bisschen Vorfaktoren. Die sieht so ungefähr aus. Und wenn wir jetzt alle Funktionen, also die, die und die, also den Graphen dieser Funktionen angucken, dann sehen wir, alle sind achsensymmetrisch zur y-Achse. Und wenn wir die Funktionsterme betrachten, sehen wir, die Hochzahl, also der Exponent, ist immer gerade. Hier auch x hoch 0 gerade und hier auch gerade. Wir können folgern, alle Exponenten, wo der Exponent gerade ist, da ist der Graph der Funktion symmetrisch zur y-Achse. Und damit zu dir. So, wir kommen jetzt zu einem weiteren Typ Graphen. Hier drüben haben wir ein Beispiel dargestellt und wenn wir überlegen, wo ist uns das schon begegnet, dann ist es vor allem standardmäßig zunächst mal die Funktion f von x gleich x hoch 3. Aber auch hier, genauso wie drüben, nicht nur die, sondern da wir hier keine Skalierung an den Achsen haben, könnte es auch zum Beispiel x hoch 5 oder x hoch 7 sein. Hier zwei weitere Beispiele. Zum einen die Funktion f von x gleich x hoch 1 oder auch ganz einfach x, da lässt man das 1 ja weg, wo wir eine Gerade haben. Und dann noch wieder eine zusammengesetzte Funktion f von x gleich 2x hoch 5 minus 2x hoch 3, also zusammengesetzt aus so einer x hoch 5 und einer x hoch 3 Funktion. Und da sieht der Graph dann folgendermaßen aus mit einem Sattelpunkt hier. So, was haben jetzt alle drei Graphen gemeinsam? Vorhin war es die Achsensymmetrie, jetzt ist es die Punktsymmetrie, und zwar mit dem Symmetriezentrum im Ursprung. Das haben wir einmal hier, haben wir auch bei der Gerade, und auch hier ist es so, dass das Ganze punktsymmetrisch zum Ursprung verläuft. Wo können wir das an den Funktionen sehen? Naja, dieses Mal tauchen lediglich ungerade Exponenten auf. Hier auch, die x1 ist natürlich auch ungerade, und hier drüben auch bei der zusammengesetzten sind nur x-Potenzen mit ungeraden Exponenten. Wir können also festhalten, dass wenn eine Funktion nur x-Potenzen mit ungeraden Exponenten enthält, dann ist sie punktsymmetrisch. Zusammengefasst könnt ihr das dann so ins Heft übertragen, hier mit Achsensymmetrie zur y-Achse, hier mit Punktsymmetrie zum Ursprung. Diese kleinen Zusatzbeispiele, die wir hier und hier hatten, könnt ihr euch, wenn ihr wollt, klein an den Rand notieren. Zusammengefasst können wir uns aber als Merksatz notieren, der Graph einer Funktion f ist genau dann achsensymmetrisch zur y-Achse oder punktsymmetrisch zum Ursprung, wenn f nur x-Potenzen mit geraden oder ungeraden Exponenten hat. So, ihr werdet euch jetzt denken, diese Regel, ich habe das alles notiert und kapiere das auch, aber was bringt mir das eigentlich? Wir machen jetzt mal zur Übung eine komplette Funktionsuntersuchung.
und werden das hier mit einbinden und sehen dann, dass es uns das Rechnen erleichtert. Eine erste Aufgabe dazu, wir haben die Funktion f von x gleich 1 Viertel x hoch 4 minus 2x Quadrat und die folgenden Schritte sollen nun gemacht werden. A. Prüfe auf Punkt- bzw. Achsensymmetrie, das wäre das Neue, bei einer vollständigen Funktionsuntersuchung gehört das auch immer mit dazu. B. Berechne Schnittpunkte mit den Achsen. C. Extrempunkte. D. Wendepunkte und E. den Graphen. Das sind alles Sachen, die wir zuvor auch schon mal gemacht haben in anderen Aufgaben. Vieles davon haben wir schon gemacht, insofern solltet ihr euch jetzt wirklich mal selbst an dieser Aufgabe versuchen und anschließend zeigen wir euch, wie es geht. Ein kleiner Hinweis noch, bitte beachten, hier geht es immer um Punkte. Also nicht nur Stellen angeben, also nicht nur die x-Werte, sondern wirklich den Punkt in so einer Schreibweise wie hier. Versucht's mal. So, hier haben wir den ersten Teil der Lösung. Zuerst mal zu A. Wir sehen ganz deutlich, es gibt nur gerade Exponenten, also wie wir gerade gelernt haben, Achsensymmetrie zur y-Achse. B. Schnittpunkte mit den Achsen, zunächst mal mit der x-Achse. Bedingung dafür, f von x ist 0, also wir suchen die Nullstellen und die dazugehörigen Punkte natürlich. Wir setzen das Ganze gleich 0. Jetzt haben wir hier wieder den Fall, Mitternachtsformel oder so brauchen wir hier gar nicht. Wir können x² ausklammern von hier oben. Dann haben wir sofort die erste Nullstelle bei x1 gleich 0. Und dann müssen wir nur noch überlegen, wann wird denn dieser gesamte Faktor hier hinten 0? Also setzen wir den gleich 0, lösen den weiter auf. Und wenn wir hier dann die Wurzel ziehen, bekommen wir für die beiden weiteren Nullstellen Wurzel 8 und minus Wurzel 8. Immer hier aufpassen beim Wurzelziehen. Nicht vergessen, dass man dann auch immer ein Minus davor hängt und ein zweites Mal diesen Wert bekommt. So, dann haben wir die drei Nullstellen. N1, minus Wurzel 8, 0. N2, 0, 0. Und N3, Wurzel 8, 0. Wie gesagt, bitte nicht nur die Stellen angeben, sondern auch die Nullpunkte, die Schnittpunkte hier mit der x-Achse. Jetzt noch der Schnittpunkt mit der y-Achse, der sogenannte y-Achsenabschnitt. Dafür setzen wir einfach für x 0 ein, f von 0, das ist gerade 0. Und dann haben wir sofort den Schnittpunkt mit der y-Achse, das ist gerade s 0, 0. Und bevor wir weitergehen zu c, wir wissen ja, diese Funktion ist achsensymmetrisch zur y-Achse. Das heißt, bei den Nullstellen kann man das jetzt auch mal überprüfen, ob das alles passt. Zur ersten Nullstelle, minus 8, minus Wurzel 8, 0, gibt es auch auf der anderen Seite der y-Achse die Nullstelle dazu, Wurzel 8, 0. Und genau zu der mittleren Nullstelle bei 0, 0 gibt es auch die gespiegelte an der y-Achse, das ist halt auch 0, 0. Deswegen passt es da auch. Kommen wir zu c. Bei c brauchen wir jetzt die Extrempunkte. Da hier zum ersten Mal die Ableitung benötigt wird, bietet es sich an, hier immer gleich auf einen Schlag bis zur dritten Ableitung vorzugehen. Dann hat man sie nachher einfach gleich greifbar, wenn man sie braucht. Wir haben hier die drei Ableitungen. Wir erinnern uns, Extremstellen, da muss ich jetzt die erste Ableitung gleich 0 setzen, mache ich hier. Auch hier brauche ich geschickterweise wieder keine Mitternachtsformel oder ähnliches. Ich kann einfach x ausklammern, erhalte schon wieder meinen ersten Wert für x, nämlich bei 0. Und dann bleibt übrig x² minus 4. Wann wird es 0? Naja, wir holen das 4 rüber, x² gleich 4. Und das ist dann recht einfach. Das ist 2 oder minus 2. Vorsicht, das sind jetzt noch nicht definitiv Extremstellen. Es sind mögliche Extremstellen. Da war der Ö-Punkt ein bisschen weg. Und hier auch der I-Punkt. Wir müssen erst überprüfen mit der zweiten Ableitung, ob es Extremstellen sind. F2 von 0, minus 4, kleiner 0. Also haben wir einen Hochpunkt bei x gleich 0. F2 von 2 ist 8, also haben wir einen Tiefpunkt bei x gleich 2. Jetzt können wir theoretisch uns schon überlegen, es ist ja achsensymmetrisch. Wenn wir einen Tiefpunkt haben bei x gleich 2, dann muss es logischerweise auch einen Tiefpunkt geben bei x gleich minus 2. Und wenn wir das Kriterium anwenden, hier sehen wir, auch hier passt es wieder und wir haben tatsächlich auch hier den spiegelbildlichen Tiefpunkt. Nicht vergessen, wir brauchen für alle drei Extremstellen noch den Funktionswert, weil nur dann können wir, wie verlangt, die Punkte 0, 0, 2, minus 4 und minus 2, minus 4 angeben. So, wir kommen jetzt zur Lösung. Zunächst mal die Wendepunkte, die bestimmt werden sollen. Hier gilt ja erstmal das Kriterium, die zweite Ableitung muss 0 sein. Ich habe hier nochmal die Ableitungen hingeschrieben, dass wir es im Überblick haben. Wir setzen die zweite Ableitung 0, lösen nach x auf und erhalten die beiden möglichen Wendestellen Wurzel 4 Drittel und Minuswurzel 4 Drittel. Das reicht aber noch nicht aus, denn wir müssen erst noch überprüfen, ist das Kriterium erfüllt, dass die dritte Ableitung ungleich 0 ist. Und hier sehen wir,
Wenn eine Zahl ungleich 0 multipliziert wird mit einer anderen Zahl ungleich 0, dann kann da nicht 0 rauskommen. Also können wir, ohne es auszurechnen, für beide möglichen Wendestellen sagen, die dritte Ableitung ist ungleich 0 und damit haben wir dort Wendepunkte. Damit es ein Punkt ist, brauchen wir den y-Wert, also müssen wir das hier einsetzen. Bitte Vorsicht wieder, in die Funktion, nicht in die Ableitung oder gar in die zweite Ableitung. F von Wurzel 4 Drittel und f von minus Wurzel 4 Drittel. Und wir sehen jetzt wieder dasselbe Ergebnis. Klar, es ist ja eine achsensymmetrische Funktion. Wenn man sich also hier dann einmal durchgewurstelt hat und es ist wirklich jetzt ohne GTR ein bisschen eine Arbeit hier drauf zu kommen, dass es minus 20 Neuntel ist, dann spart man es sich bitte für hier unten. Es ist achsensymmetrisch. Einfach hier dazu hinschreiben, es muss derselbe Wert sein. Und wir haben unsere beiden Wendepunkte. So, bei E soll das jetzt alles skizziert werden. Die grünen hier sind unsere Nullstellen. Wir erinnern uns, die waren bei 0 und bei Wurzel 8 und minus Wurzel 8. Da können wir jetzt einen so genauen Wert ohne GTR auch nicht angeben. Wir wissen aber, die Wurzel von 9 ist 3. Da liegt die Wurzel von 8 irgendwo etwas knapp neben der 3, so bei 2,8 rum. Ist von der Skizze aber in Ordnung. Wir zeichnen es jetzt hier an diesen beiden Stellen ein. Die beiden Extremstellen sind auch schon eingezeichnet. Es handelt sich um Tiefpunkte bei minus 2, minus 4 und bei 2, minus 4. Auch hier sehen wir schon sehr schön die Achsensymmetrie. Die Wendepunkte haben wir zwar auch bestimmt, die müssen wir jetzt hier für eine Skizze aber nicht mit einzeichnen. Das würde jetzt auch sehr ungenau werden. Uns genügen jetzt diese Punkte und wir machen die Skizze der Funktion. Übrigens hat der Teil den Hochpunkt auch eingezeichnet. Der liegt nur genau auf der Nullstelle bei 0, 0. Und deswegen brauchen wir den ja nicht zweimal am Kreuz machen. Genau, hätte ich fast übersehen aufgrund der fehlenden lila Farbe hier. Es ist ja sozusagen die Null, der Nullpunkt, der Schnittpunkt mit der X-Achse. Gleichzeitig auch ein Hochpunkt, deswegen den brauchen wir kein zweites Mal. Nur jetzt zum Zeichnen wäre es wichtig zu wissen, dass es einer ist. Und jetzt zeichnet der Teil in Sekundenschnelle den Graph hin. Magic und gleich im ersten Versuch wunderbar gelungen. Wir haben es garantiert nicht mehrfach versucht, den zu zeichnen. Und wir sehen jetzt sehr schön am fertigen Graphen hier, dass unser Ergebnis aus der A-Vorhin absolut richtig ist. Wir haben eine Achsensymmetrie zur Y-Achse. So, wir kommen nun zur Aufgabe 2. Ihr seht schon, hier drüben ist ein GTR, also ist eine GTR-Aufgabe. F von x ist ein Drittel x hoch 3 minus x² plus 2 Drittel. A, bestimmen die Gleichung der Tangente durch den Punkt P1, 0. B, bestimmen die Stellen des Graphen der Tangenten parallel zur Geraden g von x gleich 3x plus 3 verlaufen. Als kleiner Hinweis, im Video 1.6, Probleme lösen im Umfeld der Tangente Teil 1, haben wir das auch schon mal gemacht. Und wir wollen es euch jetzt aber nochmal zeigen, mit einer kleinen Hilfe auch, als Zusammenfassung vom ganzen Kapitel. Probiert es hier mal selber. So, kommen wir jetzt aber direkt zur Lösung. Hier habe ich A schon hingeschrieben. Ich zeichne mir den Graph der Funktion einmal, gehe ins Graphmenü. Haben hier schon eingetragen, lass ihn zeichnen. Sehe meinen Punkt 1, 0, den sehe ich hier nicht so richtig. Ich zoome mal rein, zoom, in und exe. So, hier sehe ich, der Punkt 1, 0 liegt auch direkt auf dem Graphen. Ich kontrolliere das nochmal mit Trace, gehe direkt zu 1. Okay, der Punkt ist 1, 0. Ich sehe hier auch direkt schon die Steigung der Tangente minus 1, das heißt, ich habe den Derivative on gestellt. Nochmal als Erinnerung, man geht dazu auf Shift, Menü, also ins Setup-Menü. Den Derivative muss auf on stellen. Beachtet das. Geht es hier mal raus, weil er ist ja an. So, wie geht das nun mit der Tangente? Das ist ganz schön. Man geht hier nämlich auf Sketch, F4, dann auf Tangente. Man kann übrigens auch die normale einzeichnen, aber hier brauchen wir die Tangente, F2. Jetzt fragt er, an welchem Punkt. Es geht ja genauso wie im Trace-Menü. Ich gebe einfach 1 ein auf Excel. Jetzt zeigt er mir das normale an wie im Trace-Menü. Hier ganz wichtig, drückt nochmal auf Excel. Erst dann kommt die Tangente. Wird eingezeichnet und hier wird mir direkt die Tangentengleichung angezeigt. Das heißt, ich kann die direkt hier aufschreiben. T Doppelpunkt Y ist gleich, und schreibe ich das ab, minus x plus 1. Weil ich im GTR gerechnet habe, schreibe ich hinten dran GTR. So, wir kommen jetzt zu B. Die ist ein bisschen schwieriger. Bestimmen die Stellen des Graphen der Tangenten parallel zur Geraden g von x gleich 3x plus 3 verlaufen. Diese Gerade hat die Steigung 3.
Das heißt, wir suchen jetzt Tangenten an diesem Graph von der Funktion, die auch die Steigung 3 haben. Da können wir einfach die Ableitung von dem gleichsetzen mit 3 und von Hand lösen. Aber das ist immer schwierig. Macht das bitte nicht, wenn ihr eine GTR-Aufgabe habt. Nehmt dann den GTR, gebt es hier mal zurück. Und hier haben wir die Funktion. Wir brauchen jetzt die Ableitung. Also holen wir jetzt die mal mit Option, Calculus, dem d nach dx. Und hier die Funktion y1 eintippen, y1. Hier brauchen wir ja nichts eintragen, weil dann nimmt er x als Standard, nachdem er ableitet. X passt. Als zweites brauche ich die Steigung der Funktion. Nicht die Funktion selber, sondern die Steigung, also 3. Und die erste brauche ich nicht mehr, die blende ich mir aus. So, diese zwei Steigungen, einmal von der Funktion und hier von der Geraden, zeichnen wir jetzt mal. Sind sie schon gezeichnet und müssen jetzt nur gucken, wo sie gleich sind. Also hier und hier rechnen wir mit G-Solve und Intersection. x1 ist minus 1. Und die zweite, x2 ist 3. Übrigens als Tipp, dieses Y ist nicht der Y-Wert. Falls ihr mal die Punkte wirklich nach den Punkten gefragt würdet, dann ist das nicht der Y-Wert, sondern das ist die Steigung 3. Gut. So, es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Gerade der Latein hat sie oft auch gemacht. Wenn man das nicht so machen will, dann geht man auf Exit und zeichnet nur die Ableitung der Funktion, also das hier. Die Steigung der Geraden blende ich jetzt mal aus. Zeichne nur das. Und jetzt bestimme ich die x-Stellen, wo der y-Wert von der Ableitung 3 ist mit gsolve, xcall. Das braucht ein bisschen. Dann gebe ich ein meinen y-Wert, also 3. Und kriege natürlich dieselbe Lösung wieder. x1 ist minus 1. Und als zweite Lösung, x2 ist 3. Da ist sie. Der zugehörige Antwortsatz lautet, die Stellen des Graphen, deren Tangenten parallel zu Geraden g von x gleich 3x plus 3 verlaufen, sind x1 gleich minus 1 und x2 gleich 3. So, das war's. Gut. Für heute diese zwei Aufgaben war jetzt einiges zu rechnen. Wir werden aber auch in der kommenden Stunde nochmal euch die Gelegenheit geben, gerade solche Funktionsuntersuchungen nochmal selber durchzuführen, sowohl von Hand als auch mit GTR, damit sich's für euch einfach auch für die Zukunft festigt, wie das Ganze funktioniert. Bis dann. Bis dann.